Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play A Juggler's Tale. Ja, wir sind gerade quasi wieder zurück am Anfang, zurück im Käfig, aber diesmal nicht im Zirkus, noch nicht im Zirkus, diesmal noch bei Tonda, bei der Räuberbande. Die haben uns in der letzten Folge doch noch gefangen nehmen können. Wir erinnern uns hier, wir waren in der Stadt bei diesem großen Volksfest, konnten dort irgendwie fliehen. Aber all das war nur eine Finte, denn wir sind denen direkt in die Arme gelaufen, dem Tonda direkt in die Arme gelaufen. Und jetzt sind wir wieder hier, im nächsten Käfig. Diesmal nicht mit dem Riesenschloss, wo wir uns einfach nur den Schlüssel klauen müssen und dann quasi in die Wildnis entlassen werden. Diesmal ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, es hat da oben irgendwas mit der Kerze zu tun, die da so überdimensional groß über uns drüber schwebt. Wir haben ein Licht zumindest, das ist schon mal ein Vorteil. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier tun können. Ich sehe da oben einen kleinen Eimer, wenn wir da rechts auf dem Bild oben gucken. Wir sind ja in einer Scheune drin, die anderen sind gerade draußen am Lagerfeuer. Nur wir haben dieses kleine Flämmchen da oben als Lichtquelle, als Wärmequelle. Und die anderen draußen, die anderen Ritter, vier sind es an der Zahl, haben ein ganzes Lagerfeuer um sich herum. Aber das Gute ist, es bewacht uns hier zumindest keiner. Sie haben keinen abgestellt, der uns bewachen muss. Alle sind draußen, wir sind auf uns allein gestellt und hoffen, dass wir da jetzt irgendwie wieder rauskommen. Schauen wir mal. Ach, Abby, lass doch das Zappeln und Hüpfen sein. Vielleicht bekommen wir ja diese Kerze irgendwie runter. Inzwischen solltest du es besser wissen. Ich rede dir wohl nicht genug ins Gewissen, Abby. Was hast du nur wieder angestellt? Denkst du immer noch, du wärst ein kleiner Held? Eieieiei. Gelernt hat unsere Abby nichts. Ist undankbar obendrein. Weiß immer alles besser, so hat es den Schein. Nun, Abby hat ihr Schicksal offenbar selbst gewählt. Doch es ist das lang erwartete Ende, was wirklich zählt. Eieieiei, da brennt wieder alles ab. Die kleine Abby, die eigentlich nur die Freiheit sucht, ist sie schon verantwortlich für so viel Schaden. Die Flammen verbreiten sich rasend schnell. Selbst die Ratten fürchten um ihr Fell. Huch, also geht sogar nicht raus. Am Ende kommt alles, wie es kommen muss. Schaut auf eure Heldin mit all ihren Flausen. Ist doch nicht mehr als eine plumpe Banausen. Die Freiheit schenkt dem nichts, der Geschenke verschmäht und aus Eigensinn nur Stunk und Unruhe sät. Der Zirkus war ihr Heim und umsorgt sie mit Speisen. Und dennoch brach sie aus zu gefahrvollen Reisen. Zurück bleibt die Moral der Geschichte. Wer nie ein Wort des Dankes kannt, verbrennt sich an der eigenen Gier die Hand. Das war jetzt eine sehr schöne Rede, aber leider nicht des Rätsels Lösung. Die Flammen verbreiten sich rasend schnell. Selbst die Ratten fürchten um ihr Fell. Wie kommen wir denn da oben hin? Wir haben ja da nicht wirklich viel Zeit. Können wir uns vielleicht das hier mitnehmen? Nee, leider nicht. Wir müssen irgendwie da oben hin. Siehst du es über der Tür? Aber wie? Haben wir irgendwas zum Werfen möglicherweise dabei? Ich sehe hier nichts. Ich habe ein bisschen Angst, dass unsere Fäden gleich anfangen zu brennen. Eieieiei, wir haben nichts zum Werfen mit, wir haben eigentlich rein gar nichts. Wie sollen wir denn da oben raufkommen oder was sollen wir denn da überhaupt machen? So funktioniert es ja nicht. Am Ende kommt alles, wie es kommen muss. Schaut auf eure Heldin mit all ihren Flausen. Ist doch nicht mehr... Hey, was soll das? Lass los! Hör auf damit! Zappel nur, Abby. Nun ist's bald wirklich aus. Bedauerlich, Abby, dass du nicht mal jetzt zur Einsicht kommst. Die Freiheit macht dich nicht lächerlich. Es ist vorbei! Lass los! Benimm dich! Und wir hängen nur noch an zwei Fäden. Und umsorgt sie mit Speisen. Und dennoch brach sie aus zu gefahrvollen Reiten. Letzte Chance. Du wirst es bereuen. Abby, lass sofort los. Nein,
Unmöglich! Und da hat sie sich befreit, die Abby, am seidenen Faden der Errungenschaft freigeschaltet. Und das wäre Akt 3 gewesen, liebe Freunde. Und wir starten rein in Akt Nummer 4, nämlich der Widerstand. Wie es wohl weitergeht? Wir, Abby, ihr wollt bestimmt wissen, wie es weitergeht. Moment, Abby lag... Habt Geduld. Abby lag und dann? Was wohl jetzt passiert, wollt ihr wissen? Was wohl passiert? Was wohl passiert? Ich glaube, wir schreiben ab sofort unsere eigene Geschichte, denn all das, was wir ja bisher hier gesehen haben, wurde ja durch den Erzähler auf uns übertragen. Der hat das erzählt, was wir getan haben und uns immer wieder aus der Patsche geholfen und hat uns bis hierher gebracht. Wir hingen an vier seidenen Fäden, die haben wir jetzt alle durchtrennt und das heißt, wir sind jetzt für uns selbst verantwortlich. Wir sind da draußen in der großen weiten Welt, aber retten kann uns niemand mehr, denn ab sofort gibt es keinen Erzähler mehr, sondern nur noch die kleine Abby, die auf sich selbst aufpassen muss. Und man sieht schon, da hinten gerät alles aus den Fugen, alles gerät aus den Bahnen. Nichts ist mehr so, wie es sein sollte. Kein schöner Hintergrund mehr. Alles fliegt durch die Gegend, weil der Erzähler selbst nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Wir schreiben jetzt nämlich unsere eigene Geschichte. Okay, gut. Abby richtete sich mühsam auf und fand zurück in ihren Lauf. Doch die Welt um sie herum, sie war zerrüttet, weil so lange schon der Krieg hier wütet. Ja, genau. Ein Krieg ist über das Land gezogen, weil sich irgendwelche Länder nicht vertrugen. Wie ein dummes Kind läuft sie voran, weil sie es nicht lassen kann. Doch der Krieg um sie, erbarmungslos. Die Asche kalt, der Schaden groß. Und mittlerweile fällt ihm wieder eine Geschichte dazu ein, denn man sieht ja hier ganz gut im linken Teil des Bildes, da haben wir uns unsere eigene Geschichte geschrieben, da sind wir aus seiner Story ein bisschen entwischt, konnten uns dort befreien, denn das wäre ja eigentlich das Ende der Geschichte gewesen. Wir sterben dort in dieser brennenden Scheune und die Moral der Geschichte, bleib lieber dort, wo du hergekommen bist, mit Speis und Trank versorgt und brich nicht auf irgendwelche Abenteuer, das war... die Moral der Geschichte vom Erzähler, aber wir konnten da zum Glück noch intervenieren und konnten uns befreien und haben jetzt kurze Zeit unsere eigene Geschichte geschrieben, aber man sieht schon, wenn man nach rechts sieht, der Erzähler weiß schon, wie es weitergeht. Der hat anscheinend ein sehr kreatives Gehirn, der hat sich schon wieder was zusammengesponnen, denn es geht weiter mit Krieg, mit Zerstörung, mit Unheil, man sieht es da hinten, da brennt es, überall stecken die Schwerter drin und wir werden bestimmt auch die ein oder andere Leiche mal wieder sehen. Eieieiei, eine Kirche komplett zerstört, man sieht das Kreuz nach oben, das ist übrig geblieben, da hinten hängen die Leiche an den Bäumen aufgeknöpft. Und die kleine Abby, natürlich wieder mittendrin, ein Katapult, mehrere Katapulte und Zerstörung, nichts Banditen als Zerstörung. Und Krieger haben alles kurz und klein geschlagen, noch dem kleinsten Bauern ging es an den Kragen. Mit brutalem Geschrei haben sie alles niedergefegt. Zurückbleiben Köpfe auf Speeren und nichts, das lebt. Und hier kommen wir definitiv nicht weiter, denn guck mal da nach unten. Da ist ein ganzer See aus Blut bei den Speeren. Guck dir das mal an. Wenn du da reinjumpst, da sind wir auf jeden Fall komplett am Arsch. Da sollten wir definitiv noch nicht rein. Wir müssen aber, denke ich mal, dort weiter. Aber ich glaube, es hat da oben irgendwas mit diesem Haken zu tun. Der hat nämlich auch wieder sowas Rotes, so einen roten Faden um sich herum. Und ich denke mal, der wird wichtig sein für die Zukunft. Mal gucken, ob wir hier... Wir kommen hier nach oben. Wir öffnen da oben ein Tor.
Schauen wir mal. Dann einmal hier hin. Okay, das geht schneller zu, als ich erwartet habe. Boah, das geht leider viel schneller zu, als ich erwartet habe. Heieieiei. Können wir das Tor irgendwie offen lassen? Können wir vielleicht die Leiter hier rüberkicken oder so? Ah. Wir könnten das doch ein bisschen erschweren. Ah, das war ein bisschen zu weit. Ich glaube, das würde aber sogar schon reichen. Ich versuche trotzdem nochmal einen reinzutreffen. So, weiter runter kommen wir nicht. Aber das müssen wir auch gar nicht, denn da oben ist das Tor offen. Wir kommen dorthin, wo wir hin wollen. Und das Ganze ohne uns da irgendwo festzuklammern. Na, ist dem Erzähler schon wieder die Story ausgegangen? Der muss wahrscheinlich selbst erst warten, was der Abby jetzt hier einfällt. So. Ich vermute mal, hier werden wir nicht weiterkommen. Nee. Und jetzt? Sollten wir das Ganze wieder retour bringen eigentlich? Oder müssen wir gar nicht? Wir müssen uns ja nur hier ein bisschen drauf. Ich dachte, wir müssen vielleicht das da oben wieder zumachen, damit wir uns an dem Haken schwingen. Aber wir können das, glaube ich, auch so machen. Ganz knapp, aber wir haben es geschafft. Verkriech dich nur. In dieser Welt gibt es kein Entkommen. Und ich habe ein bisschen Schiss, dass der Tonner hier gleich wieder auftaucht, denn der muss ja auch mitbekommen haben, dort brennt es. Das hat er bestimmt mitbekommen. Und die Belohnung lässt er sich ganz bestimmt nicht entgehen. Die will er haben, genauso wie seine anderen Leute. Wild da ist er auch schon. Grüllt Tonner, der Tyrann. Keiner da, der dich noch retten kann. Unbezwingbar, in tosender Wut, funkelnde Augen, glimmen wie Glut. Geht in die Falle, wohin sie auch läuft. Dumm, dreistes Mädchen, das sich selber täuscht. Warte mal ab, mein Lieber, warte mal ab da drüben. Lass deine Finger von Dingen, die du nicht verstehst. Ein Versuch war's wert. Das stimmt. Ich hätte mir nicht gedacht, dass das so dumm explodiert, muss ich zugeben. Ich dachte, wir schießen halt einfach nur hin. Um die Welt, ein Raubtiermagen. Gib dich ihm hin und Schluss mit den Qualen. Ist natürlich die Frage, ob die da überhaupt auftauchen, denn die sind ja eigentlich ganz woanders gerade. Da oben brennt's noch. Wir sind hier mitten auf dem Schlachtfeld und kommen anscheinend an eine Art Küste, an eine Art Strand. Aber auch da, man sieht überall die Pfeile stecken von den Bogenschützen. Hier brennt alles, es ist komplett alles im Eimer. Nichts funktioniert mehr. Er kommt dich zu holen, mit schallenden Schritten. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. Du kannst ihm nicht entkommen. Schauen wir mal, ob wir das wirklich nicht können. Okay, wir müssen da oben irgendwas umliegen, sehe ich gerade. Von links nach rechts. Nach links und wieder rechts. Reicht es nicht langsam? War das gut? Okay, da kommt er auf jeden Fall lang. Scheiße. Du willst Verstecken spielen? Nur zu? Okay, ich glaube, wir müssen von oben irgendwie drüber. Kann das sein? Ah, da geht er aber auch oben drüber. Der hängt nämlich noch an den Fäden. Der wird noch vom Erzähler gesteuert. Wir haben die jetzt zum Glück nicht mehr bei uns. Oh, jetzt hat er das Ding da verschoben. Komm schon raus. Wird dir nicht langweilig? Na, mein lieber Tonda, komm doch her, komm doch her. Oh, was natürlich auch sein kann. Merkst du nicht langsam,
dass du immer wieder um den gleichen Steg herumläufst. Ja, wart doch mal ab, mein Lieber. Das bringt dir nichts. Wart doch mal ab, mein Lieber. So, der kommt nämlich hier nicht weiter, der Lustige. Vielleicht schaffen wir es aber, wenn wir uns mit der Box hier ein bisschen bekannt machen. Ah, da hat er uns. Spiel ein Ende und fängt das Kind mit starken Händen. Ja, warte mal ab, das ist nur ein Ende dieser Geschichte. Die wird noch ein anderes Ende finden. Der Anfang war schon mal gar nicht so schlecht, Freunde. Der Anfang war schon mal gar nicht so schlecht. Er kommt ihn zu holen mit schallenden Schritten. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. Du kannst ihm nicht entkommen. So, schieb mal die Box ein bisschen an. Huch, macht er jetzt gar nicht, der Blöde. Guck mal. Bisschen zu weit weggestellt, das Ding anscheinend. So, da kommt er da eh nicht vorbei. Der bleibt an den Fäden hängen, also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Von links nach rechts. Nach links und wieder rechts. Reicht es nicht langsam? So, jetzt warten wir mal, bis der wieder hier ist. So, da. Und dann jumpen wir mal hier rauf und gucken mal, wo wir da hinkommen. Was? Oh. Ein kläglicher Versuch, der Sie... Fahr nur weiter. Aber ich fahre doch gar nicht, ich bin doch gestorben. Ich bin ein bisschen zu weit gesprungen. Ich konnte es gar nicht mehr lassen. Ich wollte fliehen und bin direkt übers Boot hinaus. Er kommt dich zu holen mit schallenden Schritten. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. Okay, aber wir wissen zumindest, was wir zu tun haben. Leider Gottes die Box immer ein bisschen zu weit weggestellt, dass er das nicht anschiebt. So, komm mal wieder zurück, mein Lieber. Was der sich wohl denken wird. Du willst Verstecken spielen? Nur zu? Gerade eben war man noch in seinem Käfig drin, da dachte sich, das Geld und das Gold gehört direkt wieder ihm. Und auf einmal entwischen wir ihm sogar mittlerweile das dritte Mal. So, mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Ich hoffe mal schon. Hallo, warum geht es jetzt nicht? Von links nach rechts. Nach links und wieder rechts. Reicht es nicht langsam? Noch nicht ganz. So, versuchen wir es nochmal. Jetzt hat es funktioniert. Sehr gut. Und dort Was? Kommt er nicht hin. Ein kläglicher Versuch, der Sie... Fahr nur weiter. Was? Ah, ihr denkt, das war's schon? Meine Welt folgt meinen Regeln. Schaut das Meer an. Wie ruhig. Ruhig. Auf der See wiegt Abby sich in Sicherheit. Doch hält er schon Gefahr bereit. Ja, denn die Wellen kommen auf. So ruhig ist es hier nicht mehr und es wird dunkel und düster. Im Auge des Sturmes herrscht eisige Stille. Dann folgt auf die Ruhe die Zerstörungswelle. Alter. Mit grober Gewalt tobt die Natur. Vom rettenden Ufer keine Spur. Alter, da hinten sind Tornados unterwegs auf offener See. Ach du Kacke. Stattdessen ein erbarmungsloser Wasserschlund. In dem schon manches Boot verschwand. Keine Chance für unsere Abby. Sie muss wohl oder übel umkehren und Tonner ins Netz gehen. Sonst wird sie für immer in die Tiefe gerissen. Müssen wir das wirklich? Müssen wir hier jetzt wieder umkehren? Oder können wir da vielleicht noch irgendwie draus entwischen? Wir probieren es mal. Wir fahren mal weiter. Ganz langsam fahre ich jetzt mal hin. So, das ganze Gehölz ist da drin. Und das hat funktioniert, so wie es aussieht. Und wir fahren weiter. Tonda bekommt uns nicht mehr. Mit Glück und Hinterlist gelingt es Abby, meine... den Naturgewalten vorerst zu trotzen.
Sie muss den Schrecken am eigenen Leibe erfahren. Kann nicht entrinnen der grausamen Banditenscharen. Sie seht nur, was geschehen muss. Schaut sie an, so schwach und unterlegen. Was die Kleine hier schon alles geschafft hat und dann sie schwach und unterlegen zu nennen. Sie muss den Schrecken am eigenen Leibe erfahren. Kann nicht entrinnen der grausamen Banditenschar. Sie windet sich vergebens wie der Wurm am Angelhaken. Ein schwächlicher Schwächling in Fängen der Starken. Vielleicht haben wir ja Glück und so ein Wirbelsturm. So ein Wirbelsturm erwischt die da hinten. So, schnell. Hau rein da das Ganze, hau rein da. Klempner. Errungenschaft freigeschaltet. Im Zirkus war sie jemand. Doch auf dem Boden des Meeres wird sie für immer vergessen sein. Das war nicht die richtige Wahl, aber ich glaube, wir wissen schon, wie wir dort weiterkommen. Wir müssen wieder retour fahren. Wir müssen den Strudel erstmal stoppen. Und dann Tonda und seine Leute dort reinbringen. Leibe erfahren, kann nicht entrinnen der grausamen Banditenscharen. Sie windet sich vergebens wie der Wurm am Angelhaken. Ein schwächlicher Schwächling in Fängen der Starken. Sehr gut, der Strudel ist gestoppt, wir fahren hinüber. Und hoffen, dass er schnellstmöglich wieder angeht, denn dann fährt Tonda und Konsorten da direkt hinein. Und die kleine Abby hat's mal wieder geschafft. So schnell kann's gehen, mein Lieber. Und wir fahren gleich mal wieder zurück. Nein! Es ist nur ein kleines, erbärmliches Mädchen! Ihr verdammten Idioten! Nichts nutze! Weg mit euch! Und ihr? Glaubt ihr immer noch an sie? An dieses kleine, einfältige Ding? Ja, das tun wir weiterhin. Ha! Meine Welt hat mehr zu bieten als einen Orkan und ein paar Banditen. Das wirst du bald erfahren. Nur weiter. Immer weiter. Wir werden schon sehen, wie weit du noch kommst. Oh ja, das werden wir. Und zwar in den nächsten Folgen von Let's Play A Juggler's Tale. Durch den Orkansturm, durch die Banditenscharen, die da auf uns warten, haben wir es geschafft. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Der hat noch einiges zu bieten, der Erzähler. Und ich glaube, der packt jetzt immer wieder heftigere Dinge aus, die er uns da versucht, an den Hals zu hetzen. Aber nichtsdestotrotz, die Abby schafft es immer wieder, einen Ausweg zu finden. Mal gucken, was in der nächsten Folge so ansteht. Danke dir auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Runde hier bei Let's Play A Juggler's Tale. Bis dahin, tschüss!